So, willkommen zurück zu Descent 2, nicht Descent 2. Level 14 ist abgeschlossen, war super. Wir sind jetzt im Eiszeug, irgendwas mit Frost und so weiter. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Okay, keine neuen Gegners. Das muss aber nichts Schlechtes sein. 15. Ah, da haben wir das Lied. Ich würde aber gerne mal wieder die Musik wechseln auf die UK-Box. Hoffentlich kommt mal was, was wir noch nicht kennen. Cold Reality. Na, was passt da besser zu diesem Eis-Chatting? Was in. Achso, geht direkt los. Ja, okay. Dann sage ich auch mal direkt Hallo und Tschüss. Okay, hier war Unverwundbarkeit. Warum? Das war nicht der Endgegner-Level, ne? Ice Hammer Caverns. Cold Reality spielt, während wir in den Eis. Hammerkavernen durch die Gegend fliegen. Level 15. Mal schauen, ob die Musik nicht zu laut ist. Weil das dreht, glaube ich, gleich nochmal richtig auf. Oh, das Licht vielleicht mal aus. Oh oh. Tschüss. Richtung wechseln. Immer wichtig. Homing. 20 Homing Missiles, das ist gut. Ja, die Mappe erinnere ich mich tatsächlich noch. Oh Gott. Ja, und die sind jetzt richtig nervig. Ich weiß nicht, ob die immer nur schneller wurden, ob die immer schon so schnell und nervig waren. Ne, alles, was eben blau ist, wird jetzt nochmal aus der Versenkung geholt, sozusagen. Okay. Nehme ich, wo auch immer das hinführt. Cannot open, aber vielleicht kriege ich es damit geöffnet. Na, jetzt aber. Ja, jetzt aber schnell, falls es wieder zugeht. Verdammt. Ja, und die Tür ist zu. Zu ist die Tür. War es eine einmalige Sache. Ach, da ist er schon wieder. Der kleine Drecksack. Komm. Jetzt sollten wir aufhören, mir selber die Raketen zu gönnen, weil so viel haben wir ehrlich gesagt nicht mehr so viel Schild. Aber momentan geht es ja noch. Oh oh. Nein, 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 nein. Weg mit dir und euch sowieso. Die schlüpfen auch immer aus den Viechern, ne? So. Da ist er. Ein Treffer und weg bist du. Wenn man sie trifft. Und wieder am Dreck hängen geblieben. Das ist echt nervtötend. In den fliegenden Stücken, zumindest nicht am Dreck. Aber es ist ganz schön der Dreck, dass die Dinger hier rumfliegen. Und keine räumt sie auf. Naja. Okay, das ist der gelbe Schlüssel. Das ist jetzt schon wieder. Ach so. Wir warten einfach ab, bis die nächsten einschlagen. Ach, süß. Der ist uns tatsächlich hinterher geflogen. Ganz schön. Frech von dem Kollegen. Ja, ich wechsle einfach mal zu den Raketen, die irgendwo angeboten werden. Warum eigentlich nicht? Kann man ja mal machen. Okay. Zwei Stück haben wir noch von den Dingers. Oh ne, nicht schon wieder die kleinen Mistratten. Ich glaube, das ist zu eng, aber zum Glück. Jetzt räumen wir erstmal auf, dass die Rakete gleich schön fliegen kann. Da wo sie hin soll. Na? Falls nicht noch einer da ist, ist alles gut. Ach, okay, das ist natürlich. Das ist frech. So, tschüss. Und wieder am Hängen. Nee, am Hängen? Nee, am Dreck hängen geblieben. Na? Oh Gottchen. Naja, das funktioniert zumindest mal. Und noch mehr von den Mercurys. Dann benutzen wir sie auch. Ich weiß nicht. Ich finde die klasse, die Dinger. Die
klingen super. Und aber so einschlagen, naja, wächst nicht mehr viel Gras. So, jetzt mal gucken. Wir sind ganz im Norden. Oder im, Quatsch, im Norden, ganz oben, würde ich das jetzt mal nennen. Einfach nur der Orientierung halber, denn es gibt ja weder oben noch unten in diesen Welten. Wobei eigentlich die, ja, die Lampen immer so ein kleiner Indikator sind. Hier könnte oben angedeutet sein. Ja, links, rechts, Mitte. Okay, sehr gut. Dann lassen wir es auch gleich wieder krachen. Mit heute sehen Sie die Helix. Na? Ah ja, noch mehr von denen. Oh, perfekt. Wir können mich auch 4 Stück tragen. So, Helix und Homing. Klingt doch gut. Könnte auch so eine Serie sein. Ja. Alles klärchen. Das finde ich aber gut. Relativ zentral, hoffe ich doch. Naja, nicht wirklich. Aber so. Jetzt können wir zumindest mal ein bisschen verschwenderisch umgehen. Wir müssen jetzt nicht zum Sparfuchs werden. Ist natürlich wieder schlecht, weil wir dann keine... Oh oh. Da waren wir aber schon. Rakete. Weg damit. Wir haben natürlich auch, wie man sich denken kann, so ein bisschen machen Flächenschaden. Freut mich. Nicht ganz gereicht. Nein, wir lauschen. Immer noch nicht. Jetzt. 100.000 Punkte heißt, der Sieger ist weg. Er kann sich, naja, andere Gegend suchen. Tschüss. Speichern. Ist, glaube ich, auch angenehmer, als jedes Mal ins Menü zu gehen, ne? Ich einfach nur den Affengriff mache. Da haben wir alles geholt, aber die Sachen, ja, Smart Missiles, die benutze ich halt eigentlich viel zu selten. Und, ja, okay. Wenn wir sowieso schon auf dem Vormarsch sind, dann können wir es auch mal einsetzen. Dummlich ist natürlich, wenn man mit Licht durch die Gegend fliegt. Und hier war... Ah, kleiner Drecksack. Da ist er. Er sieht mich nicht. Er sieht mich einfach nicht. Okay. Nehme ich. Oh Gott. Flash. Gordon. Oh verdammt. Hilfe! Noch funktioniert alles. Fusion. Ah. Und ein... Oh, verdammt. Okay, das ist natürlich wieder richtig unangenehm. Aber wenn wir schon dabei sind, beim Thema. Ich krieg einen Föhn. Und vor allem, ich sehe das Ding noch. Drück auf den Knopf, aber reagier nicht. Was ist denn das? Was ist denn da kaputt im Hirn? Okay. Ach, Mann. Ja. Ich glaube aber die eine Smart Missile, da kommen wir nicht mehr ran, ne? Die ist fertig. Na? Oh, vielleicht war das Licht aus. Kostet alles nur Energie oder Batterie. Mercury. Das ist natürlich geil. Die Viecher platt zu machen mit den Dingern. Das ist natürlich ein Traum, ne? Da schlägt es einmal ganz kurz ein. Plupp. Und dann ist Feierabend. Na, kommt klein Vieh raus. Ja, selbstverständlich. Och, Mann. Da gab es einen Tausender. Das heißt, er ist weg. Und hier ist Ruhe. Oh. Und auch nicht. Der hat mich Kollegen mitgebracht. Och Gottchen.
So. Das holen wir jetzt auch gleich. Aha, ich habe die Karte. Okay. Ja. Hol ich mir? Ja oder nein? Oh, Gauss Gun. Haben wir da alles? Ja, in dem Bereich auf jeden Fall. Ja, und hier zentral leider kommen hier die Smart Missile nicht mehr ran. Obwohl, ich könnte es aber versuchen. Ne, es bringt nichts, kann ich ver... Verdammt. Kann ich wahrscheinlich vergessen. Bin ich noch getarnt? Ja, bin ich. Deswegen schauen sie so dumm aus der Wäsche. Ja, die raffen gar nicht, wo da die Gauss Gun herkommt. Die hören es nur tok, 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 tok machen. Beziehungsweise bei dem wahrscheinlich eher... Ne, das ist wahrscheinlich ein bisschen dollere Schläge. Ja, auch sehr schön, dass man die mehrfach dort wahrscheinlich platziert hat. Dann kann man sich die Stück für Stück nehmen, die Munition. Jetzt habe ich gerade gedacht, da kommt wieder so ein Vieh. Denn ich bin nicht mehr getarnt. Ja, und jetzt erweckt es wieder den Anschein, als ob das hier oben ist, ne? Aber ist es wirklich so? Man weiß es nicht. Interessante Konstruktion. Und tschüss. Ja gut, wahrscheinlich hätte ich ein bisschen cleverer agieren können. Ah, Mercury. Indem ich einfach... Ja, mir hier erstmal die Munition... Quatsch, die Energie aufgefrischt hätte. Und dann hätte ich nochmal zurückfliegen können oder so. Was ist das? Wieso? Wo geht's da hin? Ach, halt mal. Ich habe die Karte falsch rum, ne? So habe ich das vorher gehabt. Irgendwie. Jetzt bin ich wieder in dem Bereich, okay. Moment. Hä? Oder auch nicht? Oder so? Ich bin doch da vom Boden. Genau, so. So ist richtig. Und jetzt kann ich mir die Energie auffrischen gehen. Mich ein bisschen frisch machen. Auch den Turbo packen wir dafür mal aus. Ja, wäre schön, wenn das nicht ganz so viel fressen würde an Energie. Das Aufladen dieses Afterburners. Und ja, natürlich benutze ich das auch viel zu selten, um mal wegzukommen oder in brenzligen Situationen. Ich habe den blauen Scharlüssel. Das heißt, ich komme wo weiter? Oben nicht mehr. Oben ist alles komplett fertig. Hier kann ich aufladen. Da ist gelb. Bringt mir das was? Nein. Ich hoffe mal, ich habe den gelben Schlüssel nicht irgendwo liegen lassen. Aber sieht nicht danach aus. Da ist rot. Wo ist denn blau? Bin ich blau? Ach, hier. Ah, okay. Alles klärchen. Wie komme ich da hin? Ich weiß es nicht. Ist egal. Ich fliege einfach den Weg, den ich kenne. Genau, ich werde mich jetzt hier wieder ins Startgebiet, da wo am Anfang diese komischen, wo das erste Mal der, wie ist er? Na, dieser grüne Lenkraketenmann war. Na? Vielleicht? Hier ist alles schon gespawnt. Das ist die. Sind da zwei? Oder warum? Da unten war was, ne? Kommt sogar Hallo sagen, das finde ich aber nett. Das, aber... Oh, shit. Das klang ziemlich raketig. Wow. Ja, okay. Naja, oben haben wir vier Mercury Missiles, also sind wir eigentlich wieder bei 20. Gar nicht lang rum und boxen einfach alles weg. Okay, was war das? Wieder so ein komisches Vieh. Ein rotes. Ach nee, ein Sidearm. Ich habe keine kleinen Viecher raus. Ach Leute, das ist jetzt so schwer.
Ne, hier ist nichts. Und darüber war nur der. Der nervige Bot. Der Claptrap. Beziehungsweise Guide Bot. Aber den brauche ich nicht, den hole ich nicht. Denn ich mag ihn nicht. So einfach ist es. Und hier bitte nicht mehr spawnen. Ist verboten. So, jetzt muss ich weiter. Runter. Nee, sah so aus, als ob. Jetzt. Ah, jetzt, ja, da sind die blauen. Also der linke Bereich hier ist alles blau. Oh, das ist aber ein ordentlicher Bereich. Hier ist rot. Das wird dann relativ überschaubar. Ja, man sieht es hier einfach dann reinfliegen und am Schluss dann hier über diese Röhre wieder raus. Und hier ist dann. Achso, hier ist gelb. Also zuerst der Bereich. Schick. Schön, wie alles so auch optisch voneinander abgetrennt ist. Finde ich gut. Gab es zwei Eingänge, ne? Ja, einmal hier, einmal da. Welchen ich nehme, völlig egal. Das ist eine Art Rundkreis. Na. Oh Gott. Okay, dann muss es sein. Die hauen echt rein. Das ist einfach nur noch krank. Extra Leben? Okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Halt, das ist der Falschknopf. Na? Ne, hier ist nichts. Gut. Ja, da unten jetzt noch eine Kleinigkeit. Nehmen wir die zuerst mit, würde ich sagen, ne? Ah ja. Tja, da guckt in die falsche Richtung. Dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Tut sich nichts. Gab's hier Spawner? Auch nicht? Merkwürdig, okay. Seltsam ruhig. Ja, so viel zum Thema. Ein Sprengäffchen ist ums Eck. Oh, okay. Verdammt. Ja, das ist unangenehmes Zeug. Oh Gott, der ist noch nicht tot. Noch gleich tot ist er. Och Mann. Haben wir es bald? Hamas Rebellen? Oh Gott. Auch lustig, ne? Der Begriff Hamas Rebellen verbindet man sofort. Obwohl es eigentlich Schwachsinn ist. Wir wissen ja, von wem es kommt, der Begriff, ne? Mal drüber nachdenken. Ja, aber dass man keine Falle ist. Okay. Na? Nichts. Habe ich die Hummeln? Ja, jetzt. Verdammt. Da ist schon wieder so ein komischer Ghostgun. Kollege, so ein braunes Äffchen auch da wieder drin. Du hast schon 40.000 Vulcan-Schüsse, würde ich sagen. Ich benutze die mal, oder die Gauss von mir aus. Oh, schön. Das hebe ich mir gleich auf, bevor ich zum Bereich gelber Bereich weiterfliege. Und mir geht es relativ gut. Also nehme ich die Kollegen mit und sage, Speicherung aktivieren. So, ein kleiner Teil hier noch im Zentrum. Das ist ein Käfig, genau. Hier kommt man davon. Okay, von da kommt man hin aus dem Systemweg. Das heißt, in den Käfig kommt man so rein. Ja.
Hier. Ja, ja. Gut. Waffentechnisch. Ja, leider ein bisschen. Na, wo geht's raus? Hier. Die haben wir aber schon. Am Limit. Okay, hätte ich mir sparen können. Jetzt muss eigentlich der gelbe Bereich kommen. Den nehmen wir, glaube ich, noch mit, oder? Oder soll ich direkt aufmunitionieren? Ach, quatschen muss ich natürlich nicht, denn wir haben doch gelernt. Wir haben reichlich Gaussgun-Munition. Und ich wollte ja eigentlich den. Eigentlich wollte ich ja den Tarnmantel mitnehmen. Wo ist er? Rechts oder links? Hier, glaube ich, ne? Kommt jetzt der große Raum gleich. Genau. So. Da ist nichts. Vielleicht saß der da drin, der Gegner. Ich weiß es nicht. Nehmen wir mal den Weg. Oder auch nicht. Doch. Das ist ja die Ecke mit dem Guidebot. Jetzt lauschen wir wieder auf den Sporner. Der wird garantiert gleich wieder nerven. Ach, hat schon. So ein paar Concussion-Raketchen losgeworden. Oh, und ich bin nicht mehr taunt. So ist gut. Game saved. Zum dritten oder vierten Mal in der Reihe. Oh oh. Gehört. Da ist er. Ach, wieder ein getarntes Äffchen. Na? Noch ist alles gut. Und wieder 40.000. Nimmt man die direkt auf? Wahrscheinlich, ne? Genau. Nur die Waffe sind wahrscheinlich dann mehrere Päckchen aufeinander gelegt. Ah ja, die nehmen wir auch noch mit. Denn wir haben reichlich. Also zwei Schuss reicht. Müssen wir auch mal merken, dass sie nicht so viel. Verschwende. Da führt aber nichts ab davon, ne? Ne, das ist nur die drei Kollegen. Die nehmen wir mit. Und zurück zur leckeren Gaussgun. Das ist alles so viel Energie, ne? Den habe ich gar nicht gesehen. Oh, verdammt. Was kommt zuerst weg? Der Nahkämpfer oder der mit den Lenkraketen? Interessante Frage. Wie bitte? Ah. Ah, ja. Ach nö. Jeder Winkel ist hier abgezirkelt. Jeder, ja. Oder so. Okay, da ist der rote Schlüssel. Hier unten gibt es noch was Feines. Zack. Komm ran. Junge, Junge. Oh, noch mehr von dem kleinen Vieh. Vielleicht doch lieber mit der Wirken-Variante. Obwohl, es macht so Spaß, sie zu jagen. Ach, Mann. Ist irgendwie so peinlich, wenn die einen. Oh Gott. Wenn die einen erwischen. Was war das? Ach, hier ist ein Sporner. Ja, supi. Dann hauen wir mal die ganzen Concussion raus. Hier gibt es offensichtlich mehrere. So, dann haben wir auch die nächste Kuh raus. Heute im Angebot. Ja, Trick ist natürlich auch dann zu schießen, wenn Fadenkreuz über Gegner. Deswegen lasse ich das ungern einfach nur gedrückt, wie so ein Geisteskranker, sondern. Ne? Tock, tock, tock. Weil.
Davon treffe ich auch nicht mehr. Ah, ganz unten. Ah ja, das hätte mir gerade eben wirklich geholfen. Aber ich wurde, glaube ich, nur ein, zwei Mal getroffen. Von daher eigentlich gar nicht mehr so schlecht gemacht. Okay. Ach, schon wieder so ein Dreckduck. Ja? Komme ich da ran? Ich könnte versuchen, Smart Missile durchzuschießen, aber ich glaube... Ne, den holen wir gleich. Den Kollegen schnappen wir uns gleich. Ja, lassen wir mal da. Ist ein bisschen Schild. Vielleicht mal merken, wenn es das Hirn zulässt. Oder das Gedächtnis. Oh, verdammt. Okay, da oben haben wir alles. Jetzt da rein, genau. Rinn in die gute Stube. Na? Oh, oh. Das bringt jetzt auch nicht so viel, ne, wenn ich damit jetzt um mich schlage. Na? Da ist nichts, okay. Jetzt habe ich sogar tatsächlich gerade selber versucht, in die Ecke zu gucken. Das ist natürlich peinlich. Wo ich dann weiß, das geht nicht. Hier ist oben was an der Wand. You cannot open this door. Warum? Was ist hier so toll? 20 Missile, Mercury Missiles. Ach ja. Da war ja was. Komm. Oh, verdammt. Stirb. Ja, es fliegt natürlich wieder Kleinvieh aus den Leuten raus. So, Mercury Missile. Guided benutze ich auch nicht mehr so richtig häufig. Oh Gott. Vielen Dank. Jo, ist das alles? Ja. Ah, alles klar. Unten rechts gibt es einen Geheimweg. Jetzt brauchen wir sie, glaube ich, ne? Oh, sehr schön. Wir können tatsächlich wieder ein bisschen Gauss-Munition aufsammeln. Ach nö, von 200 auf 200. Wahrscheinlich, weil ich einen Hauch, weil ich die Wand ein bisschen touchiert habe. Das war 3, ne, gesagt 2. Gut. Na, ich bleibe mal bei Mercury's. Das? Achso, jetzt ist hier offen. Okay. Hab's vernommen. Da möchte jemand ein paar aufs Maul. Oh, verdammt. Ach Gott, das ist ein Sporner. Dann kleistern wir ein bisschen zu. Und fliegen noch weiter. Jetzt zum Beispiel könnte ich das hier gebrauchen, aber nein. Ich habe ihn ja irgendwie schon aufgenommen, weil ich mal versehentlich so einen Hauch die Wand touchiert habe. Ist natürlich ungünstig. So, hier warten wir mal ganz kurz ab. Vielleicht kommt noch eine zweite Salve. Ave. Ach komm. Kommt das angeflogen? Ich glaube nicht. Hab ich dich. Oh, das war schön. Aus der Bewegung zu erwischen ist natürlich besonders angenehm. Ja, fast volles Schild. Und Homing Missiles. Ah ja, roter Schlüssel in greifbarer Nähe. Oh oh. So, lass mal, wo er ist. Halt, an der Decke. Achso, öffnet sich gleich oder verschwindet gleich, sobald ich den Schlüssel genommen habe. Da gehe ich doch mal ganz stark davon aus. Hä? You cannot open this door. Na, von mir aus. Man muss auch nicht jede Tür öffnen können.
Alles klar. Och nö. Frechdachs. Drecksack. Überall gehen die Türen auf. Ah ja, jetzt hat man es gehört. Hier nämlich. Nee. Aber doch, man hat ihn gehört. Unverwundbarkeit. Warum? Warum gibt es hier Unverwundbarkeit? Das weiß ich nicht. Ich würde trotzdem sagen, ich gehe meinen Standardweg. Über. Ach, Moment. Ach, da schlüpfen Maulwürfchen aus Maulwürfchen. Hier ist ein Mambuschka oder Babuschka oder sowas. Ne? Da gibt es auch diese komischen Figürchen. Das sollte das gleiche Prinzip sein. Also ein Gegner, aus dem die gleichen Gegner schlüpfen. Ich weiß nicht, ob das so korrekt ist und physikalisch überhaupt machbar. Aber naja. Wir haben 24, genau, das ist diese komische Zahl. Spread Flash. Ich würde sagen, wir. Oh, 31 guided. Vielleicht. Ich habe da so eine Vorahnung, dass jetzt der losgegangen ist. Ja, genau das. Leider ist es ziemlich dunkel, aber wir haben ja zum Glück. Erster. So, zweiter. Die mit unseren Raketen sind mir ehrlich gesagt lieber. So, du da hinten zum Beispiel. Na, bist auch weg. Jetzt machen wir es einfach mal so alle Platz. Was soll denn der Geiz? Na, sonst nutzt man sie ja nicht, die Guided Missiles. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier mal in die Vollen zu lang greifen. Oh, verdammt. Das war gemein. Ich meine, der hat mich doch garantiert ein paar Mal gesehen. Oder meine Raketchen, wie sie vorbeigeflogen sind. Und der hat nicht eingegriffen. Der hat schön gewartet, bis ich aus dem, in die Ecke biege und dann eine verpasst. War da noch? Ja, da war noch Schild. Okay. Muss ich die überhaupt hier... Oh, muss ich da raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, das ist abgesch... Warum soll ich da rein? Gibt's da was zu holen oder was? Oh Gott. Ja, auszuschießen gibt's hier. Nämlich das Licht. Ja gut. Raketen nehme ich immer gerne. Ah, okay. Mega Missile. Das ist natürlich wieder ganz nett. Denn wie gesagt, die Endgegner, auf die wir stoßen, diese Bosse der jeweiligen Regionen, die werden nicht freundlicher. Aber wie komme ich denn hier raus? Moment mal, das ist doch der. Das ist doch der Eingang. Mein Gott, Walter. Na, manchmal. Ich wollte doch irgendwas holen. Ach ja, da gab es hier so ein Unverwundbarkeitsding hier ganz am Ende. Aber das bringt mir ja nichts. Bis ich das geholt habe und hier raus bin, ist es weg. Aber ich habe die Vermutung, dass ich jetzt gleich wieder mit der Guided Missile hier arbeiten darf, um hier überhaupt rauszukommen, richtig? Wegen der Spawn-Geschichten? Ja, richtig. Und schon geht's los. So, guten Tag. Kommt nicht auf die Idee, hier reinzufliegen. Oh, das sind aber einige. Verdammt! Oh, gerade noch so. Hilfe! So, einer ist weg. Einer ist schon mal hin. Der ist auch weg. Okay. Oh, das ist einiges, was hier noch rum bräuchte. Oh, verdammt! Reicht nicht ganz. Na, wenigstens habe ich die Tür geöffnet. Das ist doch schon mal... Das ist doch schon mal etwas. 1500. Wieder so ein Mercury-Mann weg. Oh, ja, jetzt ist es schwierig. Dann geht es jetzt richtig ab. Na, wo ist er? Daneben? Volltreffer. Ja, schon erwähnt, dass ich die eigentlich ganz geil finde. Diese leckeren Raketchen. So, ja.
Rockets, übrigens immer ungelenkt. Missile. Kann beides rein. Kamerad schon wieder. Große Spawn-Aktion. Wo muss ich denn hin? Ich muss nach da hinten. Das heißt, wieder zum Spawn, also ganz zurück und dann wieder zum Start. Diesmal aber einen anderen Weg einschlagen. Ja, ich glaube, das kriege ich hin. Jetzt wollte ich mir aber zuerst die Munition. Nächsten können. Aber das wäre ja zu einfach. Und wäre sinnvoll. Jetzt nur die Frage, wo war das noch? Irgendwo habe ich... Ich weiß noch, dass es hier in dem blauen Bereich war. Aber ich habe es nicht mehr vor Augen. Ach, natürlich die Waffe. Die Waffe... Die war das. Richtig. Schauen wir mal, wie das gibt. Von 34.000 auf 37. Ja, doch, kann man machen. Und irgendwo gab es noch mal so eine, aber das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Und ich glaube, die habe ich auch eingesammelt, oder? Gauss-Munition. Gauss, 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 Gauss. Wo? Hier blau. Vielleicht direkt hier. Rechts in der Nische vielleicht. War da nicht irgendwie noch was? Ah, nee, es war nur der Laser, oder? Da ist nichts. Hier war ja auch nur der Laser. Okay. Na gut, wenn ich schon mal hier bin, gehe ich nochmal in den nächsten Raum und schaue hier nochmal nach. Ne, hier ist auch nichts. Okay. Gut. War nicht ganz so... Ah doch. Ah, warum in die Ferne schweifen? Hier gab es noch was, aber keine Munition. Schade. Gut. Dann geht es jetzt Richtung Road. Und wie mache ich das am sinnvollsten? Links hoch, genau. Wollen wir das Sparen jetzt nicht wieder dabei, hier und mich zu nerven? Vielen Dank. Genau. Und Exit ist wo? Achso, klar. Ja, ist doch logisch. Wir machen einen auf. Ah, ich sag Mercury. Die mag ich halt. Na? So, das haben wir schon mal. Mhm. Ist ja das bittere Ende. Ja, mehr gibt's ja nicht, aber garantiert wird hier wieder was schlüpfen. Ihr könnt auch in das Store, natürlich. Wird mir den Rückweg abschneiden. Oh, verdammt. Homing. Ach, hat er extra gewartet und den zweiten verzögert abgefeuert, der Drecksack. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Komm, wir nehmen es einfach mit. 200 oder nicht, ist jetzt auch egal. Oh oh. Das ist allerdings dumm. Da ich quasi 99, irgendwas. Und da sammelt er den ganzen Batzen ein. Ach nö, schon wieder so ein Quatsch hier. Die mich natürlich beim Verlassen des Reaktors versuchen werden zu hindern. Was auch sonst. Oh, das war... leider verschwendet. Aber jetzt sagen wir, halt so rum. Das ist ein guter Speicherpunkt. Ich glaube, den überspeichere ich gleich nochmal. Genau. Denn beim Laden drauf zu warten, ah ja, dass mir das Vieh ins Gesicht springt. Oh Gott. Wow. Das ist jetzt die große Mercury-Höhle, oder was? Vor allem gehen die hinter mir auch ab, oder nur... Okay, nur in dem Raum.
Das ist ja schon mal was, ne? Das ist ja schon mal was. Dich habe ich. Wo kriegt das so ein kleines Vieh rum? Da nämlich. Kriegt er mich hier? Wahrscheinlich. So, und hier gibt es sowieso nichts mehr. Kannst du mal aufhören, im Gegner, also im Reaktor zu stehen? Speicherspaß aber nochmal und weg das Ding. So, Helix? Oh, verdammt. Ja, die sind recht aggressiv und flink unterwegs. Was ist denn hier los? Hallo, alles im Weg. Weg mit euch. Ja, wird immer noch verfolgt, macht aber nichts, denn wir sind durch. Na ja, gut, so knapp. So knapp war es jetzt nicht. Oh, hier der schöne, diese Eiswüste. Wow. Und natürlich gab es ein extra Leben. Wir haben alle Geiseln befreit, hoffe ich doch. Full Rescue Bonus, genau. Alle rausgeholt. Und Level 15 ist damit komplett. Das nächste Mal gibt es den letzten Eiskavernen-Level. Und dann auch mit einem dicken Endgegner. Man darf gespannt sein. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ja. Ciao, ciao.